Christoph Wortmann bei Radio Bielefeld. Früher, weiß ich, sind immer noch Kuriere losgeschickt worden von Bielefeld nach Frankfurt, um fristgerecht abgeben zu können. Heute gibt es Uploads oder Mails mit Anhang. Auf jeden Fall ist Arminia zum Stichtag tätig geworden. Was habt ihr genau gemacht? Genau, also mittlerweile ist es dann, wird es in ein digitales System hochgeladen. Wir haben heute die Lizenz für die dritte Bundesliga für die kommende Spielzeit fristgerecht eingereicht. Das haben wir heute gemacht, auf den Knopf gedrückt und die Bestätigung aber auch schon erhalten vom DFB, dass alle Unterlagen fristgerecht eingereicht wurden und angekommen sind sozusagen. Ja. Was sagt denn das Gefühl oder die Erfahrung oder die Zahlen auch, dass man die Lizenz für die neue Drittligasaison auch dann vom DFB genehmigt bekommt? Also erstmal vom Ablauf wird es jetzt so sein, dass es einen Erstbescheid gibt, der ist zu erwarten Mitte April, und sollten dann noch Hausaufgaben oder in der Toilette Bedingungen zu erfüllen sein, wäre das dann bis ca. 22. Mai, also nach Saisonende zu tun. Wir müssen jetzt noch ein paar Themen nachreichen, darum gucken wir, ob es überhaupt Hausaufgaben gibt bis dahin, aber dann sind wir auch guter Dinger, selbst wenn, dass wir die paar Themen dann auch bis dahin abgearbeitet haben. Wenn wir hier vor 8 oder 10 Wochen noch gestanden hätten mit einer anderen Tabellensituation, mit mehr Spielen noch vor der Brust, hätten wir noch über die Lizenz für die zweite Liga gesprochen. Das können wir jetzt leider abhaken, müssen aber den Blick nach unten richten. Wie wäre denn Arminia aufgestellt für den Worst Case, wenn es wieder eine Saison mit dem Abstieg enden müsste? Also genau, den ersten Fall können wir kurz halten. Wir haben keine Zweitliga-Lizenz eingereicht. Wenn wir die aktuellen Punkte plus die noch möglichen zusammen addieren, kommen wir auf keine Punktzahl in den letzten Jahren, wo jemand Dritter mit geworden wäre. Also dann, und wir müssten alle Spiele gewinnen auf dem Weg dahin und die anderen noch einige verlieren. Also das haben wir nicht gemacht. Für die mögliche Regionalliga-Lizenz hoffen wir mal, dass wir auf dem Weg dahin noch ein paar Punkte sammeln, denn die ist einzureichen bis zum 2. April. Beim Westdeutschen Fußball- und Leichtathletikverband dann in dem Fall. Das werden wir auch tun. Aber wie gesagt, hoffen wir, dass wir noch ein paar Punkte auf dem Weg dahin sammeln. Ich hatte das mal, glaube ich, erwähnt als sogenannte Herkulesaufgabe. Das wäre es sicherlich, das bis dahin zu tun. Ja. Okay. Hoffen wir, dass wir darüber nicht reden müssen weiter. Dankeschön. Dankeschön.